Sir, ich hab den mal runtergefahren. Ja. Habt ihr das gesehen? Felix, wo ist deine Schutzkleidung? Hey! Let's go! Back. Jetzt fahren die mit Blaulicht oder was? Ja. Aber nicht mehr hinterher, oder? Schalten wir direkt mal drei Gänge höher. Oh, hier ist ja richtig was los. Da vorne auch noch. Scheiße, Alter, die fahren mir hinterher oder was? Kacke, ey, kein DB-Killer dabei. Jetzt muss ich hier aber schnell weg. Komm, die Ampel nehmen wir. Ja. Ich bin entkommen. Oh, jetzt fahren die mit Blaulicht oder was? Aber nicht mehr hinterher, oder? Achso, das Krankenwagen, da habe ich Glück gehabt. Alter, Feuerwehr auch noch. So, Freunde. Maschine ein bisschen leiser gemacht. Die B-Killer ist wieder drin, ne? Dieser Scheißteil, ne, das fliegt immer ab. Muss ich euch mal beim irgendeinem anderen Video dann zeigen. Die scheiß Schraube ist locker, weil das Gewinde ist ein bisschen ausgenudelt. Und deswegen kann es ab und zu mal vorkommen, dass die Schraube und der DB-Killer rausfliegen. Also die Schraube fliegt raus, die ist dann fällt mal weg. Und dann höre ich nur, wie hinter mir Metall auf den Boden schlägt. Und dann ist der DB-Killer mal ab. Aber den hole ich dann immer zurück. So, Schlüssel ist hier. Oh. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht passiert. Ich habe die Schraube ein bisschen schräg angesetzt, damit das nicht rausfällt. Merkt man, dass es leiser geworden ist, ne? Oder? Also ich merke es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Video rüberkommt, aber merkt ihr bestimmt auch. Die ist jetzt schön leise geworden. Das Schönste haben wir dahingestellt. Ich mag Lautstärke. Ich denke mal, die meisten auch, aber naja. Andere mögen das nicht so. Verständlicherweise aber auch, ne? Sir hat über Rot gefahren. Gibt's ja nicht. Sir hat über Rot gerollt. Erst knallt er hier im Bullweg lang und jetzt rollt er über Rot rüber. Ich hab's nicht genau gesehen, weil ich in den Rückspiegel geguckt habe. Ich glaube, der ist über Rot geballert. Digga! Hast du was für mich? Hast du was für mich? Hey, ist rot hier! Ist gefährlich! Geil, Alter, Mustang, Junge! Mustang! Mustang, Junge! Fünf Liter V8? Geil, Alter, geil! Mehr geht nicht! Ein richtiger V8 kommt aus Amerika, ich schwör's euch. Egal ob Camaro, Mustang oder Challenger oder sonst was, ein richtiger V8 kommt aus dem Amiland. Habt ihr das gesehen?
Da ist jemand kamerascheu. Digga, du bist ja schneller als ich unterwegs. Was ist denn da los? Digga, du bist gefälscht unterwegs, wo ist deine Schutzkleidung? RS3. Mal gucken, ob der so laut ist wie der lauteste RS3 in Braunschweig. Gut aussehen tut er. Das muss man sagen, ne? Ist auch ziemlich neu.